Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Wir alle sind gefragt, dafür zu sorgen, dass Kindern nichts passiert, hat Kollege Lafontaine vorhin richtig gesagt. Und dieses Ziel eint uns auch. Aber der Weg dorthin, das ist vermutlich ein unterschiedlicher. Denn Kinder leiden unter dieser Pandemie. Kinder leiden unter der Krankheit Covid-19. Ich habe es in meinem letzten Beitrag zu diesem Thema hier an dieser Stelle gesagt. PIMS, PIMS, ist eine Covid-Folgeerkrankung, die vor allem Kinder betrifft. Mittlerweile 305 Mal in Deutschland registriert. Fast 10% der Kinder tragen Folgeschäden davon. Eine Krankheit, die nicht nur Fieber verursacht, sondern die mindestens immer zwei Organe im Körper auch angreift und für Folgen für diese Kinder sorgt. Auch das müssen wir im Blick halten. Dann gibt es Long-Covid. Long-Covid auch bei Kindern. Ich erlebe das gerade bei unserem Nachbarskind. Die ganze Familie an Covid-19 erkrankt. Die akute Phase überstanden, mittlerweile negativ getestet, aber gesund ist diese Familie nicht. Auch die Tochter, die im Alter ist wie meine Tochter, leidet noch sehr darunter. Sie hat noch keinen Geschmack, sie leidet unter Konditionsschwierigkeiten. Sie kann laufen noch gar nicht, mit dem Hund spazieren gehen, nach wenigen Metern fehlt ihr die Luft. Auch darunter leiden die Kinder. Aber es sind nicht nur die gesundheitlichen Folgen. Kinder und Jugendliche leiden unter dieser Pandemie in mehrfacher Hinsicht. Es fehlen die sozialen Kontakte in der Schule, in der Freizeit. Es fehlt das gemeinsame Spiel in größeren Gruppen. Es fehlt das, was wir auf dem Land noch kennen, dass man im Wald überall mit vielen Freunden spielen kann. Alles das fehlt. Die Kinder sind in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, gehemmt. Kinder, bei denen Deutsch vielleicht nicht die Muttersprache im Haushalt ist, lernen im Kindergartenalter, lernen im Grundschulalter nicht mehr die deutsche Sprache, wie sie es gewohnt sind in der Schule. Das alles fehlt. Sie fallen zurück, sie verlernen wieder unsere Sprache. Und auch das alles müssen wir im Auge behalten. Wir müssen dafür sorgen, dass es Kindern gut geht. Und mit dieser Erkrankung, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es Kindern nicht gut. Also ist es natürlich richtig, dass wir Wege suchen, wie wir den Kindern helfen können, wie wir der Krankheit vorbeugen können. Und Impfen ist nicht erst seit gestern eine Lösungsmöglichkeit, die sich bietet. Ich halte es für absolut richtig, dass die Gesundheitsministerin jetzt, wo sich zumindest abzeichnet, dass Impfstoffe auch für Kinder zur Verfügung stehen, zumindest mal alle Vorbereitungen trifft, dass, wenn sie bei uns zugelassen werden, auch wir mit dem Impfen von Kindern beginnen können. Und ich vertraue da sehr auf die bewährten Wege hier bei uns in Europa, hier bei uns in Deutschland. Wir werden keinen Impfstoff an Kinder verimpfen, der nicht auf Herz und Nieren geprüft ist. Keinen Impfstoff, der nicht von der EMA freigegeben ist für Kinder. Keinen Impfstoff, der nicht vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft wurde, und schon gar kein Impfstoff, für den es keine Impfempfehlung, keine ausdrückliche Impfempfehlung der STIKO gibt. Wir erleben gerade in den USA und in Kanada, dass schon geimpft wird. Das verbreitert natürlich auch die Erfahrungsbasis. Auch dort können wir wieder Erfahrungen sammeln. Es ist schade, wenn das vielleicht zu früh geschieht und dort Kindern irgendwas passiert. Aber dann, wenn wir in Deutschland diesen Impfstoff überprüfen können, dann haben wir eine viel breitere Erfahrungsbasis, die wir nutzen können. Und wir wissen schon viel mehr über die Möglichkeiten. Und wir können dann, das hat die Kollegin Holzner auch schon angeschnitten, sehr schnell impfen. Denn wir brauchen für Kinder nur einen Bruchteil der Menge an Impfstoff wie für Erwachsene. Also es wird jetzt darüber gesprochen, dass Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren ein Drittel des Erwachsenen-Impfstoffs brauchen. Kleinere Kinder, und so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir reden jetzt zunächst mal über die Altersgruppe ab 12. Die werden natürlich noch viel weniger brauchen. Und gestern noch hat mich meine jüngste Tochter gefragt: Papa, wann kann ich mich denn impfen lassen? Kannst du nicht dafür sorgen, dass das bei uns schneller geht? Weil auch sie endlich wieder raus will, weil auch sie endlich mit ihren Freunden wieder was machen will. Ich bewundere unsere Kinder in der Zeit, was die jetzt alles durchhalten müssen, was sie jetzt alles machen. Und wir sollten alles tun, damit wir ihnen die Möglichkeiten geben, das auch wieder tun zu können. Vielen Dank.